Hallo hier Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, heute sind wir mal wieder in Ulda, denn momentan findet ein neues Event statt. Und zwar, also im Prinzip eigentlich zwei Events. Das erste Event hat mit diesem reisenden Mokri zu tun. Da bekommen wir für ungewöhnliche allergische Steine der Philosophie diverse verschiedene Sachen. Ohrringe, Karten, Mounts, Notenrollen, die Odin-Ausrüstung inklusive des Schwertes. Dann verschiedene Reitwegskarten, weitere Reittiere, ein Rosshandisch für unser Chocobo, Platinkarten für den Gold Saucer und ein paar kleine Pets und, naja, dann noch Spielkarten und weitere Notenrollen und diese Handwerksmaterialien. Und um diese Steine zu bekommen, muss man entweder einmal für die Hauptstory das Castrum abschließen, da gibt es jeweils drei. Steinerne Macht, versunkene Tempel von Karn, 1000 Löcher Totorak, Kupferglockmine und Totenacker Tantara geben jeweils einen Stein. Und die alten 24er Raids, also Kristallturm, Labyrinth der Alten, Zyklusturm und die Welt der Dunkelheit geben jeweils zwei dieser Steine. Und ja, da kann man die dann im Prinzip farmen, bis das neue Addon erscheint. Und das zweite Event wäre dann das momentan stattfindende Gold Saucer Event. Das findet vom 6. Juni bis 24. Juni statt. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. In den Fußstapfen des Senior Kaktor. Beim nächsten Mal geht's bestimmt wieder schief. Ich bin ja so eine Nulpe. Was ist denn los? Kann ich dir helfen? Hier kann keiner mehr helfen. Ich schaff's halt einfach nicht. Entschuldige, ich will dich ja nicht mit meinen Sorgen belästigen. Es sei denn, du lässt mich. Danke, Fremder. Ich heiße Nanafon. Und es ist mein größter Wunsch. Ich wünsche mir nichts mehr, als der neue Senior Kaktor zu werden. Ich muss das Maskottchen des Goldhauses werden. Die Stelle wurde gerade wieder neu ausgeschrieben. 6 Mal habe ich mich schon beworben und mein Bestes vor den Damen und Herren des künstlerischen Komitees gegeben. Aber die Bewegungen wollen mir nicht richtig gelingen. Wenn ich jetzt wieder durchplumpse, heißt es Ade, schöner Traum. Dann bin ich halt nicht für die Rolle eines Kaktors geschaffen. Es können nicht alle Talent haben. Kopf hoch, diesmal schaffst du es. Oder wie, was? Senior Kaktor ist gar kein echter Kaktor. Da steckt jemand drin. Ja, das war eigentlich offensichtlich, aber naja, Kopf hoch. Danke für dein Vertrauen, aber ich glaube nicht dran. Ich bin und bleib halt eine Nulpe. Oh, was ist denn das für ein Gejammer? Dies soll doch ein Ort der Freude sein. Ich fress einen Besen, Gottbert Manderville, der Eigentümer des Goldsaucers. Der bin ich, habe ich gerade richtig gehört, mein kleinmütiger, kleinwüchsiger Freund. Es will dir nicht recht gelingen, dass die unnachahmliche Pose des unnachahmlichen Senior Kaktor nachzuahmen. So ist es. Dabei ist es doch mein allergrößter Traum, in den Kaktoranzug zu schlüpfen und den gewinnsüchtigen Gästen des Goldsaucers einen Moment der Freude zu schenken. Ein nobles Anliegen und zufälligerweise genau in meinem geschäftlichen Interesse. Ich kann mich natürlich nicht einfach so in das Auswahlverfahren einmischen, das wäre den anderen Bewerbern gegenüber unfair. Aber vielleicht kann ich dir ja einen kleinen Tipp geben. Du kennst doch den Kohlenstaubbahnhof. Geh und sprich dort mit Ririsan. Wenn dir einer helfen kann, dann er. Willst du den Kleinen nicht begleiten? Wir wollen doch nicht, dass er von einem Hammerschnabel zum Opfer fällt. Und wer weiß, vielleicht kannst du von Ririsan auch noch etwas lernen. Danke, Herr Manderville, vielen Dank. Komm schon, Abenteurer, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich liebe es, wenn junge Leute von noch Träume haben. Und wer weiß, vielleicht wird er wirklich der nächste Senior Kaktor. Zu wünschen wäre es ihm. Also, wir sehen uns später im Goldhauser. Gut, dann auf zum Kohlestaubbahnhof. So, da drüben ist er.
Entschuldige, aber bist du vielleicht Ririsan? Der bin ich. Was kann ich für dich tun? Verstehe. Und darf ich noch erfahren, warum du so unbedingt der neue Senior Kaktor werden möchtest? Aber selbstverständlich, ich erzähle es doch so gern. Also, es fing an, als ich zum ersten Mal im Goldwasser war. Es war der Tag seiner Eröffnung. Alles schien mir überlebensgroß. Die Einrichtung, die vielen Attraktionen und Spiele. Ich fühlte mich wie im Paradies. Aber all das verblasste gegen den Anblick des Senior Kaktor. Was für eine Persönlichkeit. Diese Ausstrahlung, dieses Kostüm, diese Nadeln. Die Freude, die ich empfand, war mit nichts zu vergleichen. Du musst wissen, dass ich ein klitzekleines bisschen zur Schwermut neige. Ich versuche es nicht zu zeigen, aber in gewissen Momenten werde ich von Selbstzweifeln und miesepetriger Laune übermannt. Aber stell dir vor, wie aufgeregt ich war, als ich sah, wie Senior Kaktor die Menge in seinen Bann zog, auch ohne nur ein Wort zu sprechen. Ich wusste sofort, das will ich auch. Seit diesem Tag habe ich mich immer und immer wieder und wieder auf die Stelle beworben, vergeblich. So begeistert habe ich ja noch nie jemanden über Senior Kaktor sprechen hören. Ich denke, ich kann dir helfen. Guck mal. Diese Drehung. Bist du etwa der Lalafell, der in dem Kostüm steckt? Nicht ganz. Ich war es. Genau gesagt war ich der erste Senior Kaktor. Es ist meine Schöpfung. Ich liebe Kaktoren und Sabotender. Wie viele Stunden, Tage, Wochen habe ich in den glühenden Wüstenhitze verbracht, um ihre Bewegungen zu studiert, nur um von meinen Kollegen ausgelacht und verachtet zu werden. Aber Herr Mandeville hat das Potenzial erkannt. Er hat mich unter seine Fittiche genommen und mir eine Stelle in seinem damals neuen Unternehmen angeboten, dem Goldsaucer. Er gab mir volle künstlerische Freiheit. Von der Choreografie bis hin zum Kostüm stammt alles von mir. Ich ging in der Rolle auf. Es reichte mir nicht, so wie ein Kaktor zu sein. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, die perfekte Illusion zu schaffen. In meiner Begeisterung ging ich so weit, dass ich tagelang kein Wasser aufnahm, ganz wie die Kaktoren selbst. Dann kam der Tag der großen Premiere. Ich tanzte, marschierte, drehte meine Pirouetten mit totaler Hingabe. Es war perfekt. Und dann, kurz bevor meine Schicht zu Ende war, schwächelte ich vor lauter Durst für einen winzigen Augenblick und stolperte kopfüber in eine Balustrade. Ich überlebte den Sturz, aber mein Bein war so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ich nie wieder tanzen konnte. Bevor meine Karriere richtig begann, war sie schon wieder zu Ende. Ich war Senior Kaktor, aber nur für einen kurzen Abend. Und jetzt weht das Schicksal dich zu mir. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde dich zu dem besten Senior Kaktor machen, der je über die Flure des Goldhauses marschierte. Vorausgesetzt, das ist es, was du willst. Aber natürlich will ich das. Und wie steht's mit dir? Machst du mit? Ich bin dabei. Ein Kaktor? Danke, aber ich habe andere berufliche Pläne. Ja, wir machen mal mit. Klasse, dann können wir ja zusammen üben. Dann kann's losgehen. So, die Grundlagen sollten klar geworden sein. Aber vergesst nicht, ihr müsst den Kaktor in euch hineinlassen. Ihr müsst wirklich zum Senior selbst werden. Aber geh jetzt. Das Ende des Auswahlverfahrens steht kurz bevor. Geht und zeigt dem künstlerischen Komitee, was in euch steckt. Ja, unter der Sonne Uldas gibt es keinen besseren Senior Kaktor als mich. Nein, danke, der Tanz ist witzig, aber das Kostüm ist ziemlich albern. Ja, wir machen mal das... Was soll das? Willst du Mapper die Stelle streitig machen? Ich bin auch so schon aufgeregt genug. Ririsan, es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich verspreche, dass ich mir allergrößte Mühe geben werde. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Also gut, ich bin bereit. Kämen wir zurück in den Palast der Träume. Zurück zum Goldhauser. Okay, dann gehen wir mal zum Goldhauser. So, dort drüben findet gerade ein Gate statt. Hunger. Wobei, das kann ich euch mal zeigen.
So ein Gate haben wir, glaube ich, noch gar nicht mitgemacht. Und wieder einmal schickt der habende Meister Typhon sich an, sein Publikum sprichwörtlich umzupusten. Bist du geschickt genug, seinen Niesen auszuweichen und dich auf der Bühne zu halten? Dann nichts wie rauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Doch Vorsicht, solltest dich über den Bühnenrand fegen, ist die Schmach grenzenlos. Von den schnupffeuchten Kleidern ganz zu schweigen. Hier müssen wir jetzt irgendwie aufpassen, dass der Typhon uns nicht von dieser Plattform weht. So, wo stellen wir uns denn am besten mal hin? Stellen wir uns mal hier hin. So, in 5 Sekunden erscheint er auch schon. So, wir müssen 5 Niesern ausweichen. So. Die ersten wurden schon erwischt. Dann gehen wir mal hier hin. Da hat es die nächsten erwischt. Hier stehen. Ah, verdammt. So, aber wir haben 1200 Punkte bekommen. Ah, schade, wir hätten nur noch das letzte ausweichen müssen. Na gut, aber immerhin war es nicht ganz umsonst. So, dann suchen wir mal den Nanavon. Heute habe ich meinen 7. Auftritt vor dem künstlerischen Komitee und ich zittere, als wäre es das erste Mal. Denk dran, du bist Senior Kaktor. Richtig, wie Riri-san gesagt hat, ich bin der Senior. Nur auf meinem Wasserhaushalt muss ich achten. Mir soll ja nicht der gleiche Fehltritt passieren wie Riri-san. Also, drück mir die Daumen. Ja, vielen Dank, Kandidat Nummer 6. Also, weiter geht's. Wer ist jetzt dran? Hopp, hopp, hopp. Wo ist Kandidat Nummer 7? Dein Name ist Nanavon, richtig? Willst du dich kurz vorstellen? Vielleicht irgendwas dazu, warum wir dich zum neuen Senior-Kaktor machen sollen? Kommt da noch was? Wohl heute Morgen auf den Mund gefallen, was? Freut einer von gebührend an. Er ist Senior Kaktor. Er ist der Meister der 1000 Nadeln höchstpersönlich. Ja, er ist Senior Kaktor. Hol mich teil, der vorlaute Abenteurer hat recht. Es ist, als stünde der echte Senior Kaktor vor mir. Der großartige Riese. Unglaublich, umwerfend. Was für eine Darbietung. Das Auswahlverfahren ist beendet. Schickt alle anderen Kandidaten nach Hause. Wir haben unseren neuen Senior-Kaktor gefunden. Durch nichts aus der Rolle zu bringen. Umwerfend, wirklich umwerfend.
Tja, das hat er wohl gut hinbekommen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich hab die Stelle. Das verdanke ich Herrn Mandeville, Riegesern und natürlich dir, Abenteurer. Wenn du mir nicht zugehört hättest, hätte ich bestimmt aufgegeben. Das nächste Mal, wenn du Senior Kaktus siehst, stecke ich vielleicht in dem Kostüm. Glaub aber nicht, dass ich dich begrüße. Ich werde ganz in meiner Rolle sein. Erfreue dich einfach an dem originalsten Kaktor, den der Goldsorcer je gesehen hat. Ein echter Kaktor, genau wie Riegesern. So, und zum Abschluss bekommen wir eine MGB-Goldcard, die 30.000 Punkte gibt und Senior Kaktor. So, wir haben nun das Emote Senior Kaktor erlernt und das gucken wir uns doch mal an. Okay. Gut, das hätten wir geschafft. Dann gibt es hier noch einen Sonderpreisbeauftragten. Da gibt es ganz viele Gegenstände zum Kaufen. Also hier zum Beispiel sehr viele Kostüme. Das Glücksspielerkostüm und das Häschenkostüm, genauso wie dieses komische Schweinchenkostüm. Dann ein Kaktor-Katapult, also das sind Sachen für das Housing. Und noch drei verschiedene Karten. Das. Ja, die eine können wir uns mal kaufen. Und die auch. Die andere ist jetzt ein bisschen teuer. Die lasse ich mal. Dann, was gibt es noch Schönes? Hier gibt es Waffen vom Kaktor. Ich kann euch ja das mal für den Beschwörer zeigen, wenn ich es finde. Ja, also im Prinzip Kaktorwaffen. Die gibt es also im Prinzip die ganze Zeit, nur momentan sind die vergünstigt hier zu haben. Dann noch andere Waffen. Dann diese zum Beispiel diese Erzdämonenhörner. Dann. Da gibt es nochmal andere Waffen. Diese komischen Makai-Sachen und Garo-Event-Sachen. Und hier für die magischen Klassen. Jo. Das war's auch schon. Es gibt natürlich jetzt auch doppelte, ja nicht doppelte, 50% mehr Punkte auf irgendwelche, naja, Karten zum Beispiel oder Events. Da können wir mal drei Lose machen. Ja, yeah, 5.400. Und nochmal 5.400. Wunderbar. Gut, dann einmal die Goldhäschenkarte, die Rolandkarte und die Goldkarte. So, 30.000 Punkte extra. Wunderbar. So, ja, ansonsten gibt es, was das Goldsorcer-Event betrifft, eigentlich nichts mehr. Das wäre dann sozusagen fertig. So, aber mehr gibt es ja jetzt eigentlich hier nicht mehr zu, naja, zu bekommen. Das war es eigentlich schon vom Event her. Gut, dann, ja, würde ich mal sagen, war es das eigentlich für diese Event-Folge. Dann jedenfalls danke fürs Zuschauen und, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.